Leute, ich bin im absoluten Himmel. Schaut euch das mal an. Mein Gott, Eis macht mich immer so glücklich. Was will man mehr? Alles klar, los geht's mit Fairway to Heaven. Und ich war so überrascht, als ich das im Supermarkt gefunden habe. Ihr glaubt es gar nicht. Ich habe die von der Sorte über Instagram gehört, als ich noch in den USA war. Und war ehrlich gesagt gar nicht so überzeugt davon. Ich bin es immer noch nicht so richtig. Warum, gehe ich gleich noch drauf ein. Es klingt einfach nicht so spannend. Wir schauen gleich, was drinnen ist. Ich war jetzt aber trotzdem super, super erfreut, als ich sie gefunden habe, weil ich irgendwie jetzt auch gar nicht mehr so damit gerechnet habe, dass die noch nach Deutschland kommt. Ich habe gesehen, dass sie in anderen Ländern in Europa rausgekommen ist, aber über Deutschland, ja, haben so in der Instagram-Community rumgemunkelt, dass es wahrscheinlich nicht mehr rauskommt. Aber ich bin da immer noch nicht ganz sicher, weil tatsächlich ist die Beschreibung hier auf Deutsch auch drauf. Deswegen, das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht kommt es doch, oder vielleicht auch kein gutes Zeichen. Wir werden mal sehen, weil die Plätze für Eis in den deutschen Eisregalen sind sehr limitiert. Und gerade weil es ja auch viele vegane Sorten rausgekommen sind, was ich übrigens sehr gut finde, ist das normale Dairy-Sortiment quasi, also Milchproduktsortiment von den Ben Jerry's Sorten, noch limitierter. Deswegen, ja, falls die Sorte nicht gut ist und sie bei uns rauskommt, ist es dann natürlich blöd, weil dadurch vielleicht noch eine andere gute fliegt. Ich sag nur Stichwort Buttalotta, One Sweet World. Ich bin immer noch sehr traurig. Oder Cinnamon Buns, noch schlimmer. Aber darum geht es nicht. Das hier hat 4 Euro bei Albert Heijn gekostet. Ich bin nämlich nicht in Holland, nein, ich bin in Belgien. Die haben dort auch Albert Heijn, das hat mich sehr überrascht. Ich habe gedacht, das gibt es nur in Holland. Und ja, 4 Euro im Angebot gerade. Ich habe auch noch Baked Alaska gekauft, weil das ist eine Sorte, die ich, wo ich mir einen leeren Pint habe mitbringen lassen. Ihr kennt die Review dazu und mir den habe im Scoop Shop füllen lassen. Aber ich wollte es einfach mal so original aus dem Pint und nicht aus dem Scoop Shop haben, weil diese großen Wannen, die in den Scoop Shops haben, sind doch nochmal ein bisschen anders als das, was ins Pint gefüllt wird. Und das wollte ich einfach nochmal extra reviewen. Da könnt ihr euch dann auch die Review zu anschauen. Wahrscheinlich kommt die hier aber zuerst online. Ziemlich, ziemlich wahrscheinlich. Also 4 Euro bei Albert Heijn. Und jetzt gucken wir endlich mal, was es ist. Hier steht es drauf. Es ist eine Salzkaramell-Eiscreme mit Stückchen von, oder mit Karamellriegelstückchen drin. Was auch immer Karamellriegelstückchen sind. Vielleicht sowas wie Karamak oder so? Ist das sowas? Vielleicht die Riegel-Fans unter euch kennen sich vielleicht aus, was das angeht. Aber ich glaube, Karamak ist sowas. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Karamak so Schokolade drumherum habt. Da könnt ihr mir auch mal Bescheid geben, falls ihr das mal probiert habt. Ich glaube, ich habe es nämlich echt nie probiert. Aber vielleicht ist es sowas in der Art. Salzkaramell-Eiscreme, da bin ich sehr gespannt, weil das gab es so vielleicht noch nicht. Es gibt immer nur die Karamellbasis, aber nicht eine Salzkaramellbasis. Wir hatten von Ben Jerry's hier schon Salzkaramellstrudel und alles Mögliche. Und das hat meistens auch nicht doll nach Salzkaramell geschmeckt, aber noch nie eine Basis. Und ich hoffe wirklich, dass es salzig schmeckt. Wir schauen jetzt auch mal auf die Zutaten. Da seht ihr auch, dass gleich ganz groß sogar es auf Deutsch draufsteht. Größer als das Belgische und ich bin ja gerade in Belgien. Erstmal die Mix-Ins. Wir haben 11% von diesen Stückchen, also keine Soße. 11% ist auch sehr, sehr wenig an Mix-Ins für einen Ben Jerry's. Könnte also öde werden. Ich weiß, viele Vorteile bei dieser Sorte, aber so ist es nun mal. Erst Zutat ist Wasser, dann kommt 25% Sahne, Rahm. Dann kommt Zucker. Ah, okay, ich sehe gerade, Rahm steht da. Normalerweise steht bei uns Sahne. Das heißt, vielleicht ist es doch nur für den Schweizer, österreichischen Raum gemacht und nicht für Deutschland, weil bei Deutschland wirklich sonst immer an dieser Stelle hier Sahne steht. Wir gucken mal. Naja, dann Zucker, bla bla bla. Ich gucke gerade, ob hier irgendwo dann mal das Salz kommt. Eigelb ist drin. Karamellisierter Zucker. Karamellisierter Zucker, das wahrscheinlich aus diesen Stückchen. Wo ist das Salz? Also wenn das das Salzaroma hier wirklich nur aus Aroma kommt und nicht von wirklichem Salz, dann wäre das sehr traurig. Doch, da ist es, Speisesalz. Und zwar auch gar nicht so ganz weit hinten, relativ weit hinten, aber nicht ganz weit hinten, vor den Emulgatoren. Deswegen, es könnte salzig werden. Wir gucken jetzt mal auf die Nährwerte, vielleicht steht ja auch das Salz drauf. Ja, steht auch drauf. Gucken wir da zuerst und dann auf den Rest. Es sind auf 100 Gramm 0,43 Gramm Salz, das ist nicht super wenig. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das bei normalen Sorten ist, aber
könnte deswegen doch ein bisschen salzig schmecken. Wir haben 500 Milliliter und 441 Gramm. Es ist also auch wirklich eine sehr, sehr dichte Sorte, so fast schon wie Cinnamon Buns. Und wir haben 252 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist relativ wenig für einen Ben Jerry's tatsächlich. 15, also sind eben auch nicht viele Mix-Ins. 15 Gramm Fett, davon sind 9,6 Gramm gesättigte Fettsäuren, 26 Gramm Kohlenhydrate, alles davon Zucker, alles. Und 3,9 Gramm Eiweiß, das ist relativ normal. Also wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr süß. Für mich ist immer alles, was über 30 Gramm ist super, super süß, aber ich glaube 26, wo alles von Zucker ist, ist trotzdem auch krass. Hier ist der kleine Spruch und tatsächlich steht er hier drauf, auf Englisch. Das ist gar nicht so ein richtiger Spruch, wo es nur um die Sorte geht, ehrlich gesagt, oder? Doch, die Sorte heißt ja Fairway to Heaven, also geht es um Fairness. Deswegen müssen wir da auch kurz drauf eingehen. Ja, es geht quasi darum, dass sie sich für Fairtrade einsetzen auf der ganzen Welt und sich für Fairness bei den Bauern einsetzen und den Arbeitern, die dafür arbeiten, für dieses Eis, um die Zutaten herzustellen, dass sie da faire Deals aushandeln und dass sich auch wieder zurück investiert in die Gesellschaft. Ich übersetze es jetzt ganz frei. Es gibt also nicht nur durch Ben & Jerry's, ich denke mal, das soll die Aussage sagen, glückliche Bauern, sondern auch noch in eine hellere, bessere Zukunft für später. Fair never tasted so heavenly. Fair hat noch niemals so himmlisch geschmeckt. Aha, okay. Also so ein bisschen wischiwaschi hier. Naja, ist halt eine Kampagne, ne? Ich sag da jetzt mal nicht so viel mehr dazu. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Was sagt denn die Kuh hier oben? Das Gleiche? Ja, Fairtrade tastes heavenly. Fairtrade schmeckt sehr himmlisch. Wir gucken mal, ich hoffe es. Ich hoffe, es ist echt nicht so langweilig. Alle Salzkaramell-Freunde, euch gefällt es wahrscheinlich. Hier steht Celebrate Fairtrade drauf. Also ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch eine Sonderedition. Die wird es auf jeden Fall nicht ewig geben, außer sie ist so wie damals Switch Up, dass sie so beliebt wird, dass sie es ins dauerhafte Sortiment schafft. Sehr viel Hintergrundwissen heute, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mal gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr das damals bei Switch Up auch noch mitbekommen habt, als das einfach nur so eine neue Sorte war und nicht klar war, dass es ewig im Sortiment bleibt. Ich labere halt echt viel drum rum, es tut mir leid, aber jetzt geht's zum Salz. Es ist schon eine ganze Weile draußen und trotzdem ist es noch relativ hart. Also es taut, das ist keine Sorte, die schnell antaut. Noch mehr Hintergrundwissen, generell Sorten von Ben & Jerry's, die viel Soße drin haben, tauen viel, viel schneller an. Ich habe heute mal nicht meine coolen Löffel. Also, erstmal von oben. Man sieht richtig große Stückchen. Seht ihr das? Fast die gleiche Farbe wie die Basis selbst. Die Basis selbst ist auch ein bisschen fast schon grünstichiger als die normale Karamellbasis. Und sieht so cremig aus wie immer. Ich mache heute echt eine Wissenschaft draus. Damit ihr jetzt auch wirklich Eis seht, weil darum geht's ja, habe ich euch mal näher rangeholt. Also sehr cremig. Ganz typisch für Ben & Jerry's. Oh wow. Sie schmeckt nicht so ganz so cremig wie gedacht. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber es sind ganz wie so kleine Pünktchen überall drin, die schon so karamellig sind. Wie so ganz, ganz viele kleine Karamellstückchen, die ich hier echt nicht sehen kann. Aber ich habe sie geschmeckt. Und das war nicht so ein großes Stück. Das war echt ein kleineres. Und sehr, sehr. Ich habe erwartet, dass es diese Karamellstückchen im Mund total hart sind und irgendwie unangenehm. Aber das, was ich da gerade hatte, war einfach so wie mini kleine Pünktchen, wie gesagt. Einfach auf der Zunge zergangen. Mal schauen, ob ich die jetzt hier nochmal. Ah, da seht ihr es vielleicht. Ganz klein. Ihr müsst richtig gut hingucken. Seht ihr das da vorne? An dieser Ecke? Das kleine Ding da? Super schwer, euch das zu zeigen. Das ist eins von diesen Pünktchen. Naja. Aber dadurch hat man so einen Biss in jedem Löffel. Abgesehen von diesen großen Stückchen hier. Jetzt nehme ich mal so ein großes Karamellstück. So sieht's aus.
So dick ist es. Und ich hoffe, es ist nicht zu hart. Oh mein Gott, nee. Es ist wie fast schon wie weiße Schokolade, wie Karamellschokolade. So cremig. Es zergeht, es schmilzt richtig auf der Zunge. Super, super cremig. Also die Stückchen sind der absolute Hammer. Die gefallen mir. Die Basis selbst, muss ich sagen, so richtig salzig schmeckt sie überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Also Salz, ne, könnte auch einfach nur Karamell sein, finde ich. Aber diese Stückchen, und davon sind auch einige drin, sind echt nicht schlecht. Wahnsinn. Ich pudel mal weiter. Bisher, die Basis selbst ist in Ordnung. Für Salzkaramellfreunde, glaube ich, ist das Eis absolut genial. Für Leute, die viele Stückchen brauchen, vielleicht nicht ganz so genial. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Häagen-Dazs-Salzkaramell. Ganz anders auf seine eigene Art und Weise. Ich glaube, ich brauche die Sorte nicht in Deutschland. So viel kann ich schon mal sagen. Und ja, bis gleich. Seht ihr diesen riesigen Karamellstückchen? Und die sind wirklich das Allerbeste am Eis. Also das ist der Hammer. Es ist alles voll damit. Immer noch alles voll. Super genial. Aber nicht meine Lieblingssorte, definitiv. Vergesst das Däumchen, das Abo nicht und schreibt mal drunter, ob euch die Sorte interessieren wird in Deutschland. Also ich bin doch relativ begeistert. Ich glaube, ich würde es doch nochmal holen.